Nach dem Rücktritt von Arbeitsministerin Amber Rudd wird in Großbritannien bereits über einen weiteren Zerfall des Kabinetts von Premierminister Boris Johnson spekuliert. Ihren Angaben zufolge habe auch der Rauswurf von Abgeordnetenkollegen durch Johnson aus der Tory-Fraktion zu dem Schritt beigetragen. Ich bin entsetzt, dass ein Premierminister, ein konservativer Premierminister, sich so verhält. Wir sind eine Partei, die die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält, unsere Verfassung aufrechterhält. Er war dabei, die Verfassung zu zerstören, und er sagt nun, er würde das Gesetz brechen. Das ist lächerlich, es ist beschämend. Sobald man aus der Westminster-Blase der Metropole London herauskommt, ist es erstaunlich, die Unterstützung für Boris und den Ansatz, den er verfolgt. Schließlich versucht er nur, das Versprechen einzulösen, das die Politiker den Menschen vor 3 Jahren gegeben haben. Mehrere hundert Menschen gingen am Samstag auf die Straßen Londons, protestierten gegen den Brexit und die derzeitige Regierung unter der Leitung von Premierminister Johnson.